Oh, bin ich gut oder bin ich gut? Was? Moment. Ach, Scheiße. Wir haben uns eine neue Tür gegönnt. Die Tür, ihr müsst euch überlegen, ist so dick. Ja, das ist mein Finger. Die ist übel dick, die Tür. Und die hat hier so einen Sensor. Momentchen mal. Ich wohne hier, Digga. Alles klar, mach die zu. Boom. Auf jeden Fall dicker als die Wand. Das heißt also, wenn hier jemand versucht einzubrechen, der muss erst durch die Wand, bevor er durch die Tür kommt. Liebe Leute, ich habe mir gerade auf jeden Fall noch einen Proteinshake von meinen guten ZEC-Plus-Leuten reingehauen. Feinstes Protein aus Moldawien. Dann habe ich mir hier noch Bananen und Äpfel gekauft. Liebe Leute, heute Abend geht's ab. Ich gehe mit den Boys was fooden. Das wird auf jeden Fall sicherlich richtig nice. Ich muss jetzt gleich eine Runde duschen gehen. Ich habe heute, liebe Leute, und ich kann es echt nicht glauben, dass ich es wirklich gepackt habe. Ich habe heute Bankdrücken gemacht, okay? Und ich habe ohne Witz, ich hätte es niemals gedacht. Ich habe also Max Rap, sage ich jetzt mal. Ich habe die 110 gedrückt und jemand stand hinter mir. Also ich habe wirklich, ich habe in meinem Leben heute, ich habe heute zum ersten Mal die 100 Kilogramm gedrückt. Für auf 5 Wiederholungen. Das habe ich gepackt, war ich schon überrascht, gell? Dann habe ich 3 Wiederholungen mit 105 Kilo gemacht. Da war ich so, holy, was geht? Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe. Dann habe ich 110 gemacht. Ich mache eine Wiederholung mit 110, pack die alleine. Das Problem war, ich dachte, ich wurde gespottet. Und dann dachte ich so, ey, ich muss reinlegen, gell? Und dann sagt er so zu mir, Digga, warum machst du nicht noch eine zweite Wiederholung? Du hast gerade allein gemacht. Ich habe allein 110 Kilo gedrückt. Also da war ich heute wirklich selbst von mir überrascht, Alter, dass ich das einfach mal geschafft habe. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich bin auf jeden Fall im Training gerade richtig zufrieden. Die meisten Leute essen nicht reife Zitronen, das ist der optimale Reifegrad. Wenn ihr so eine Zitrone zur Hand habt, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die mal so zu essen. Ja, fokussiert die Zitrone einfach nicht. Fokussiert die Zitrone, Mann. Der sieht es als Abfallmittel und deswegen visiert er das nicht an. What's up, Bitches? I'm here with my boy. Und seht ihr, das sieht gerade so aus, als hätte ich kein T-Shirt an, Alter. Mama, get the cheese with the bread, what's up, yeah, let it play with the fries. So, I even random, Alter. Liebe Leute, wir sind unterwegs im A45 von diesem Kollegen hier. Ich gehe jetzt gleich. Sollte das Scherenzeichen bei dir gerade, oder gewesen? Ich möchte gerne schneiden. Ich finde es so geil bei diesem Schaltvorgang, dieses Kratzang, 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 Kratzang. Auf jeden Fall ein krankes Lied, ganz, ganz krank. Der Sascha hat mir das neulich gezeigt und er hat so das Musikvideo mir gezeigt und ich so, wow, shit, Alter, das ist übel krank, muss ich mal reinziehen. 24K Magic heißt es von Bruno Mars. Ich dachte eigentlich von Bruno Mars, der war immer voll der Anständige, so der so Liebessongs macht und so. Ich hab den noch nie so wirklich gehört. Und jetzt haut er so ein Ding raus, feier ich übertrieben. Allein der erste Shot sagt schon alles. Ich hatte gerade noch ein Meeting, da haben wir ein bisschen über ein paar Sachen gesprochen, weil bei mir gab es gerade so ein bisschen Struggle. Zielsetzungen. Ich hab so diese großen Erwartungen gehabt. Ich hab's gedacht, fuck man, es geht nicht voran, Alter, was, hä, Digga? Und liebe Leute, wisst ihr was? Das große Ziel erfüllt sich erst immer dann, wenn ihr Step by Step die kleinen Schritte gegangen seid. Guck mal, dieser Schritt von, sag ich jetzt mal, Lupo von damals in C63. Wenn ich mir damals in meinem Lupo Gedanken darüber gemacht hätte, fuck man, wie komme ich in diesen C63? Scheiße, Alter, wie soll das funktionieren? Das wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte mich verrückt gemacht, wie es funktionieren soll. Was das der eigentliche Weg dorthin ist, sind Step by Step by Step by Step by Step neue Wege. Man kann sich mal gar nicht vorstellen, wie dieser Weg aussehen soll. Man nimmt die aktuelle Situation und setzt sich diese Ziele, die gerade erreichbar sind, und setzt die um. Zack, und dann kommt die nächste Sache. Und dann kommt die nächste Sache. Und dann kommt die nächste Sache. Und auf einmal merkt ihr, holy moly, ich bin nur noch einen Schritt von dem Ziel entfernt, das ich mir zum Beginn gesetzt habe. Ganz, ganz wichtiges Thema. Macht euch in diesen Sachen nicht verrückt, sondern bleibt an euren aktuellen Zielen dran. Sonst dreht ihr im Kopf durch, ohne Witz. Ich hoffe, ihr könnt ungefähr verstehen, was ich meine. Und ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps hin und wieder was anfangen. Was heißt Tipps? Ich gebe eigentlich nur das wieder, was so meine Situation sind. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt damit was anfangen. Was geht ab, Leute? Geile Frisur, die ich da wahrscheinlich gerade im Start habe. Perfekt, liebe Leute. Ich bin gerade auf dem Weg, es ist abends, ich war gerade noch ganz gechillt in der Bar mit einer Freundin. Jetzt geht es weiter. Wir haben gleich 9 Uhr und um 9 Uhr ist das Meeting mit einem der bekanntesten DJs weltweit. Es ist kein geringerer als Le Chac, kein geringerer als Le Chac. Ja, ich habe mich mit Le Chac verabredet.
dass wir uns kurz mal zusammensetzen, die eine oder andere Session gemeinsam starten und mal wieder über das allgemeine Zeug so reden. Das Bild war wahrscheinlich gerade ein bisschen überbeleuchtet. So, liebe Leute, ich freue mich wirklich mega, mega krass auf den Le Chac, weil der Le Chac ist wirklich einer der DJs, der so einer der gechilltesten Musikstile auflegt, die ich derzeit kenne. Das ist die Musik, die ich mir vorstelle, wenn ich gleich mal zum Einpennen gehen will. Du, bei dir ist es auch so, wenn du eine Meditationsrunde einlegst oder sowas, ja, dann wird die Musik erstmal angeschraubt, oder? Ja, das brauche ich zum Einschlafen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns auf jeden Fall mal auf dem einen oder anderen Festival vom lieben DJ Le Chac. Ja, hast du noch ein paar Worte an die Leute zu verlieren? Bist du auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ich bin auch nicht immer so laut und so aggressiv und wild, ich kann auch richtig zart. Manchmal ist er auch smooth. Also du legst Elektro auf und Jazz, oder? Ja, Mischung Jazz. Okay. Was für die Softest für die Ladies, oder? Ja, was soft so. Wollen wir hier mit von Intro kurz hören? Und die Crowd ist am Jumpen, liebe Leute. Heute gab es einen etwas, naja, ich sag's mal, ein bisschen gemischteren Vlog. Ja, und auch ein bisschen einen kürzeren Vlog. Ich wollte aber auf jeden Fall noch einen Vlog raushauen, bevor 7 Days, 7 Vlogs startet. Ich habe auf jeden Fall echt coole Themen, glaube ich, am Start. Es lohnt sich für euch auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen bei 7 Days, 7 Vlogs. Ich weiß, es ist auch jetzt nicht so das Ding, dass man sagt, och, Digga, krass, Mann, ey, überarbeite dich nicht oder sowas, ja. Ich meine, es gibt Leute, die hauen 2 Videos am Tag raus. Aber ich habe geguckt, dass ich mir 7 coole Themen grabbe, die ich in den 7 Tagen durchgehen möchte. Natürlich kommt auch immer wieder so ein bisschen Vlogging-Stuff dazwischen und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall Main-Parts und Main-Themen von den Videos. Jetzt noch ganz kurz zwischendurch, und zwar, jedes Video ist schon mehr oder weniger gescriptet. Viel davon ist auch schon abgedreht. Es gibt allerdings immer noch kleine Sequenzen, wo ich natürlich über die Woche drehen werde. Das heißt, wenn ihr so eine Art Q&A für die Videos noch ein bisschen haben wollt, wenn ihr eine Frage separat habt oder auch irgendwas, was in den Vlog reinpassen würde, gerne in die Kommentare, wenn da irgendwas von eurer Seite noch offen ist. Ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns am Montag, dann geht's frisch los. 7 Tage, 7 Vlogs und ja, ich freue mich auf euch, liebe Leute. Ich hoffe, das ganze Ding gefällt euch. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, ich freue mich auf euch. Bis Montag. Ciao, ciao.